Hallihallo. Heute mal ein kleiner Sicherheitshinweis zu Ubuntu 13.10. Nun, Bildschirmtastatur Onboard kennt ihr, ne? Gerade wenn man wie ich ein Touchscreen hat, ne, kann man die Onboard Bildschirmtastatur benutzen. Ne? Findet ihr in den Einstellungen und zwar unter Zugangshilfen und Texteingabe. Da gibt es die Bildschirmtastatur, die kann man anschalten. Gut, kein Problem. Neuerdings hat die hier oben, ich hoffe, ihr könnt das alles erkennen, hier eine zusätzliche Leiste. Die merkt sich nämlich die Texteingaben, kann man sehen, mit 1, 2, 3 in den Einstellungen, dass es mittlerweile eine Schreibunterstützung gibt, ne, von geschriebenen Textlernen. Und das kann unser Problemchen sein. Gut, manchmal ist es hilfreich, ne? Zum Beispiel will ich hier was schreiben, S eingegeben und sofort kommt sudo, ne? Weil ich das schon öfters mal eingegeben habe. Aber das Wort Schaltung habe ich auch öfters mal eingegeben. Ne? Ist gar nicht gewünscht. Ne? Zum Beispiel PassWD habe ich öfter mal eingegeben. Könnte man jetzt mal testen, was da kommt. PassWD. Aha, dieser Rekrunner kommt sofort. Passwort lautet. Ne? Und da kommt das Wort Klingonenragu. Wunderbar. Das war nämlich das Passwort, was ich mal spaßeshalber in einer E-Mail verwendet habe oder in Gedit. Klingonenragu. So, wunderschön. Passwort lautet Klingonenragu. Ne? Wunderbar. Kleiner Sicherheitshinweis. Oder wie gesagt, es könnte auch der Name einer neuen Freundin sein, der jetzt schon 10-mal im Chat benutzt worden ist. Ne? Dann ist das vielleicht nicht so schön. Ne? Hallihallo. Ne? Brauche ich gar nicht beschreiben, weil ich oft das Wort Hallihallo benutze anstelle von Hallo. Ne? Dies ist ein Test. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.